Ah, welcome to the Girls Power Show. This show will be all about beauty. But not about normal beauty, about virtual beauty, like in 2D or 3D worlds. Did you know that avatar fashion shows are actually a thing? An avatar fashion show will take place on the NYC Resistor Clubhouse rooftop tomorrow at 11 p.m. There are also a lot of beautiful things in the 2D world of RT3. Team Lobby Maps has added some stars to the entries of especially fancy spaces that are definitely worth a visit. Speaking about great assemblies, let's give it up for Sternsuppe and Ösa for a deep dive into the Restrealitäts Assembly. Enjoy the party! Hallo, Fräulein Ösa! Sternsuppe, schön dich zu sehen! Schön dich zu sehen! Wir sind hier in der 2D-Welt und zwar in der Restrealitäts Assembly. Und wollen uns die mal vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Ich freue mich sehr, dass du mich da ein bisschen durchführen möchtest und mir auch ein bisschen davon erzählen wirst. Zunächst mal, welchen Eindruck hast du denn so selbst bisher davon? Bist du happy? Findest du es toll? Gefällt es dir selbst? Also ich finde die allgemeine 2D-World total geil. Also auch die anderen Assemblies und die Lounge und die große Welt. Ich finde es total toll, dass man es geschafft hat, den Kongress, der ja sonst auch offline stattfindet, wirklich in die Online-Welt zu übertragen und man endlich mal wieder in so einer 2D-Welt wie vor 20 Jahren rumlaufen kann. Genau, lass uns mal vor der Bar in der Lobby wieder treffen. Perfekt. Gut. Dein Leben ist ein Geschenk, vergeude es nicht. Kannst du mir bitte mal eine große Apfelschorle bestellen? Ich kann, glaube ich, gerade nicht mehr mit Nüchternen reden. Man hat es jetzt schon gehört, hier werden einem Sprüche entgegengehauen. Was hat es denn damit auf sich? Genau, wir sind ja, wie du schon gesagt hast, in der Restrealitäts-Assembly oder auch RR-Assembly. Da sieht man auch gerade das Logo ganz hübsch in unserem Leuchtkasten leuchten. Und die Restrealität ist ja ein Forum für Subkultur oder wie auch immer man es nennen möchte. Ist sehr schwierig für mich manchmal zu definieren. Und wir haben probiert, unseren Lieblings- und Stammclub hier nachzubauen, das About Blank. Und sind gerade ganz normal durch die Tür reingekommen, also bis darauf, dass wir nicht durchsucht wurden, keinen Eintritt zahlen mussten. Aber wir haben hier damals vor 2 Jahren oder 1 Jahr, 1,5 Jahren mal eine Party gefeiert. Und da gab es schon diese Installation, dass komische Forenbeiträge vorgelesen wurden und man die aus verschiedenen Boxen in verschiedenen Ecken des Gartens hören konnte. Deswegen haben wir das hier auch so umgesetzt. Es gibt ja auch so ein paar kleine Geheimnisse, die hier verbaut sind, die man sich selber, die man selbst herausfinden muss oder kann. Noch so ein paar kleine Gimmicks, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Magst du mir denn mal eine Sache zum Beispiel verraten, die man hier in der Lobby zum Beispiel tun kann? Ne, wir werden das merken, wenn wir gleich nach links gehen. Man kann ja hier auch rennen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das schon weißt, wenn du die Shift-Taste gleichzeitig drückst, ne, dann ist man ja schneller unterwegs. Aber wenn man jetzt eher langsam über die Tanzfläche läuft, dann wird einem auffallen, dass es sich ein Jitsi-Raum öffnet, sodass man sich auch mit mehr Leuten als 4 nur unterhalten kann. So wie das also auch auf einer Tanzfläche ist. Das bedeutet... Ich bin so toll, ich bin so gut, ich bin der Jude mit dem Mut. So, hier ist jetzt schon auch der bekannte Schriftzug Nie wieder Deutschland, wie in echt. Mit welchem Programm habt ihr diese Welt denn gebaut? Also Das Programm, was dafür empfohlen wurde, in dem How-To to Build a 2D World, war das Programm Tile. Das funktioniert augenscheinlich auf Linux, Mac und Windows-Rechnern. Sehr praktisch. Und da kann man in verschiedenen Ebenen sozusagen Fliesen übereinander legen. Fliesen, die Dinge tun, Fliesen, die irgendwie aussehen. Man kann die Fliesen entweder von anderen KünstlerInnen sich holen, so wie man hier jetzt gerade zum Beispiel die Bäume sieht. Die haben wir jetzt nicht selber gemacht, aber haben hoffentlich im Copyright ganz ordentlich gesagt, von wem die kommen. Aber sowas wie das Nie wieder Deutschland oder auch die Feuertonnen, die ja auch wirklich im Blank rumstehen, und ich glaube nur eine, die haben wir selber gemacht. Es gibt übrigens, wem das gefällt mit der 2D-Welt und wem tut es das nicht. es gibt, ich muss jetzt noch mal kurz nachschauen, morgigen 29. Um 17 Uhr einen Workshop im Raum HSBE Workshops. Gibt es einen Workshop, How to Build Your Own Map. Das heißt, da kann man sich da selber mal ein bisschen dran probieren.
Und ja, ich bedanke mich jetzt erstmal auf jeden Fall für das Gespräch, für das Interview. Danke dir. Vielen Dank, dass ihr diese tolle Welt für uns gebaut habt, das tolle Blank für uns nachgebaut habt. Die Sehnsucht wird ein bisschen größer, aber gleichzeitig auch ein bisschen gestillt. Ich würde sagen, wir hängen jetzt noch ein bisschen hier im Wagen rum und verabschieden uns aber erstmal offiziell vorher. Ja, danke dir. Danke dir. Ciao. Tschüss. Thank you, Sternsuppe and Ösa. And now let's see what the Fahrplan has to offer. Next talks in the mainstream will be starting from 6 p.m. On RC1, we will have the talk Nazis in Games, which was originally planned to be at Studio Restrealität, where the QA still will be. On RC2, we will have unconventional HDL synthetic experiments starting at the same time. If you don't want to wait that long, at 17, Stephanie Maurizi will explain why we need to save Julian Assange and WikiLeaks at RS3 Monheim Rhein. Remember, the 6-to-1 rule is still valid remotely. Haven't had at least one meal today? That might be just the right time. And the next Herald News show will start at 18:40. Until then, be excellent to each other and don't get lost in the 2D world.